Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, wir fahren heute wieder den Train Simulator 2020. Ja, willkommen an Bord der S-Bahn nach Bitterfeld, die ein Ersatzzug ist für einen kaputten Triebwagen der Baureihe 442. Die Fahrt in den schönen Frühlingsvormittag beginnt am Leipziger Hauptbahnhof, Tief. Der Zug hält in Leipzig Nord, Leipzig Messe, Rackwitz, Schortau, Delitzsch, Petersroda und in Bitterfeld. Ja, unerwartete Dinge werden nicht passieren, beachten Sie jedoch nicht zu trödeln. Der Fahrplan ist recht knapp bemessen und für einen Triebwagen berechnet. Wir wünschen eine gute Fahrt. Ja, bitte lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Gut, lassen wir unsere Fahrgäste einmal jetzt hier einsteigen in unseren Zug. Ja, machen einmal unsere Frontbeleuchtung an, machen den Richtungswender einmal nach vorne. Aus dem ganz einfachen Grund, weil hier ja in diesem Mod quasi ja nicht alle Sachen zur Verfügung stehen. Die PZB fehlt hier zum Beispiel. Ja, mit der SIFA können wir auch nicht fahren, mit der ich eigentlich immer sehr gerne fahre. Stromabnehmer haben wir schon oben. Das ist das Einzige, was hier wirklich funktioniert. Unsere Fenster gehen hier auch nicht auf. Wir können hier keine Tür aufmachen. Und wir haben auch hier hinten ja kein Bedienfeld für unsere Elektrik, für die PZB und die LZB. Ja, warten wir jetzt einfach mal, ja, bis wir hier losfahren können. Nächster Halt ist dann Leipzig Nord, Gleis 2. Ja, ich habe das Szenario auch noch nicht gefahren. Ja, wird ganz interessant werden, denke ich mal. Wie gesagt, in der Vorgeschichte stand halt drinne, dass hier keine unerwarteten Sachen passieren werden. Ja, hier der Kollege fährt jetzt mit der DB Regio ein, die uns hier ja entgegenkommt. Das heißt quasi, da wo er herkommt, da werden wir, denke ich mal, hinfahren. Oder zumindest in die Richtung. Ja, hier das Buttonsymbol, was hier unten ist, das ist ja der Lokwechsel. Können wir einmal kurz reinschauen. Das wäre jetzt die andere Seite vom Zug gewesen. Dort können wir aber nicht fahren. Wäre erstens mal die andere Richtung und zweitens mal sind dahinter Waggons. Das sehen wir sowieso nichts. Und wie wir hier auch schön sehen, haben wir hier ja hinten dran keine Lok hängen. Das heißt, wir haben hier drei Doppelstockwagen, mit denen wir jetzt uns hier auf die Reise begeben werden. So, ja, Leute, die Fahrt geht jetzt los. Nächster Halt ist Leipzig Nord, Gleis 2. Zugbeeinflussung. Ja, die Zugbeeinflussung ist natürlich immer gleich sehr stark da. Ist auch schön, wenn die Züge alle so richtig schön überwacht sind von der Elektronik. Aber was macht man halt, wie gesagt, wenn die Zugelektronik einmal ja nicht funktioniert? Dann kommt es natürlich auch drauf an, wie der Lokführer ja sich hier gibt. In dem Fall bin ich das, ja, euer Hochsauerland Gaming. Ja, ich wünsche allen eine gute Fahrt bis nach Bitterfeld. Ja, mal schauen, was uns die Fahrt hier so einmal bringen wird. Ja, wir sind gestartet hier im U-Bahnhof. Deshalb auch die Anzeige vorher in Tief. Ja, jetzt gelten auch die 60. Ich vermute mal sehr stark, dass wir jetzt hier das Gleis wechseln werden. Ja, das macht unser Zug auch.
einmal hier schön den Weichenwechsel zu sehen auf eine andere, ja, auf ein anderes Gleis. Hier drüben kommt der Nachbar an, das ist ein ICE. Viele werden sich jetzt natürlich sicherlich fragen, ja, ein ICE mit einer der Baureihe 14 vorne dran. Ja, es gibt auch ICEs ja ohne den typischen ICE-Triebwagen vorne dran. Ja, es gibt auch, wie gesagt, den ICE der Baureihe 14 mit einer E-Lok vorne dran. Ja, es ist sehr groß, brauchen wir jetzt gar nicht hier zu beschleunigen, weil wir natürlich ja gleich schon wieder halten müssen in 500 Metern. Ja, deshalb bremse ich den Zug jetzt einmal schon hier runter. Weil wir müssen hier jetzt schon wieder einmal halten. Da können wir noch ein Stückchen vorfahren. Ja, lassen jetzt hier unsere Passagiere einsteigen. Ankunft ist 8.42 Uhr. Das hat soweit gepasst. Abfahrt ist 8.43 Uhr. Ja, das haben wir schon, 8.43 Uhr. Also wir sind jetzt schon ja, mit dem Fahrplan wieder ein klein wenig hinterher. Haben jetzt hier oben die 90 stehen. Werden natürlich sofort ja versuchen, diesen Rückstand hier einmal reinzuholen. Da setzt sich unser Zug auch sofort wieder in Bewegung. Ja, müssen jetzt hier natürlich die 90 km/h einmal einhalten. Ja, haben wir jetzt hier die 120. Da beschleunigen wir natürlich jetzt auch richtig hoch. Aber haben ja gleich schon wieder den nächsten Halt in Leipzig Messe. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Dass wir da mal 2 km/h wieder drüber waren. Und uns hier natürlich sofort wieder ja, eine Strafe aufgebrummt wird. Ja, meine Damen und Herren, nächster Halt ist Leipzig Messe, gleich 2 in Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Tja, warten wir jetzt ab. Und dann können wir auch jetzt hier gleich weiterfahren. Nach Rackwitz, Gleis 2. Ja, hier ist reger Bahnverkehr, wie man hier sieht, rechts und links. Links der Güterzug, rechts der ICE. Ja, 160 ist das Maximum auf dieser Strecke. Mehr dürfen wir nicht. Ja, schön, wie sich unser Zug hier, ja, auf dem Weg Richtung Bitterfeld es sich begibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser nächster Halt ist Rackwitz, Gleis 2, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, hier wieder ein ICE. Ja, im Zeitplan sind wir richtig gut. Ankunft 8:50 Uhr. Ja, haben ein paar Sekunden rausgeholt. 8:50 Uhr und 19 Sekunden war unsere Ankunft und 28 ist der planmäßige Ankunft. Also wir haben jetzt hier ein paar Sekunden, ja, rausgeholt. Unsere Fahrt geht natürlich auch sofort wieder weiter. Schauen einmal auf die Signale. Das scheint alles gut zu sein, dass wir hier unsere Fahrt jetzt weiterführen können. Ja, unser nächster Halt ist in Schortau. Wir haben natürlich diese Orte alle schon einmal hier gehört beim Gaming.
müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht über die 160 km/h kommen. Ja, hier links auch ein Regio Express. Meine Damen und Herren, nächster Halt Schortau, Gleis 2, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, haben wir auch gut geschafft. Ja, von der Geschwindigkeit her und dass unsere Passagiere hier einsteigen können. Ja, wir haben überall nur eine Minute Aufhaltenszeit. Ist jetzt nicht sehr viel, aber das ja, genügt uns. Ja, wie gesagt, ich lasse die Bremse im Bahnhof immer etwas angezogen. Das haben wir schon in den letzten Szenarios gesehen. Falls hier mal eine Haltestelle etwas bergab geht oder bergauf, nicht, dass sich hier unser Zug ja in Bewegung setzt an der Haltestelle, weil dann ist das Szenario sofort beendet, wenn der Zug losrollt. Ja, auch hier können wir jetzt ja, getrost in Ruhe weiterfahren zum nächsten Halt. Ja, schöner Anblick der Lok. Wir fahren jetzt weiter nach Delitzsch. Das ist schon ja ein etwas ja, sag ich mal, größerer Begriff, Delitzsch. Ja, hier geht es ein bisschen bergab. Deshalb nehme ich jetzt hier die Geschwindigkeit einmal raus. Nicht, dass wir hier über unsere 160 km/h kommen. Ja, schön anzusehen, unser Zug. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, nächster Halt, Delitzsch, Gleis 2, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, schon sind wir in Delitzsch. Lassen jetzt hier unsere Fahrgäste einmal ein- und aussteigen. Ja, so sehr viel Haltestellen haben wir nicht mehr. Also wir sind mit unserem Szenario ja dann ziemlich auch, Entschuldigung, einmal gleich wieder fertig. Haben jetzt natürlich hier auch eine Minute Aufenthalt. Ja, dazu schauen wir einmal rechts raus auf Signal. Das Signal ist grün. Alles gut. Unsere Fahrgäste, ja, steigen noch ein und aus. Deshalb dürfte jetzt hier eigentlich ja nichts mehr groß anbrennen. Aber wie gesagt, man weiß halt nicht, was noch kommen wird oder was hier noch passieren wird. Deshalb lassen wir uns mal überraschen und hoffen, dass wir hier unsere Fahrt ja planmäßig einmal weiterführen können. Ja, unser Zug setzt sich jetzt wieder in Bewegung. Auf zum nächsten Halt nach Petersroda. Das kenne ich persönlich nicht. Also ich habe von diesem Ort auch noch nie gehört. So, 160, wie gesagt, mehr dürfen wir nicht. Ja, wir werden auch in dem Train Simulator 2020 auch demnächst ja die Strecke in Norddeutschland fahren. Von Kiel nach Stralsund mit Halt über Rostock. Ja, das Add-on habe ich auch schon. Also ich habe eigentlich fast alle Add-ons, also alle Add-ons schon. Muss halt nur immer sehen, auch wie ich Zeit habe für euch, um diese Szenarien hier einmal zu spielen. Weil ich habe auch nicht jeden Tag Zeit, ja, mich hier eine Stunde vor den Rechner zu setzen oder noch länger. Ich muss das dann immer machen, wenn ich einmal Zeit habe. Hier schön der Gegenverkehr.
Ja, meine Damen und Herren, nächster Halt Petersroda, Gleis 2, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, wir sind jetzt in Petersroda. So wie die Lok hier steht, die steht etwas ja, schief, sag ich mal. Und zwar hat das den einfachen Grund, weil diese Strecke eine Hochgeschwindigkeitsstrecke ist für ein ICE mit Neigetechnik. Ja, für alle, die es nicht wissen, ja, die Neigetechnik ist, mit hoher Geschwindigkeit hier in die Kurve zu fahren, ohne dass der Zug dann hier in dem oberen Drittel oder in der ab der Hälfte das Übergewicht nach rechts hier rüber bekommt und dann quasi so hier rüber nach rechts aus der Bahn kippen würde, gibt es hier diese Neigetechnik, dass der Zug sich dann mit voller Geschwindigkeit hier quasi reindrückt in die Gleise und so die physikalischen Kräfte ja nicht außer Kraft setzen kann. Ja, ich habe immer das, ja, das Motto gehabt, physikalische Kräfte. Wenn die Physik nicht mehr ausreicht, dann kommt die Chemie. Ja, ist aber leider nicht so. Ja, hier auf dem Gegengleis sehen wir jetzt einen Gütertransport, der hier einfährt. Die wir natürlich auch noch hier ja, recht gut fahren werden. Im Train Simulator 2020. Ja, jetzt warten wir erstmal drauf, ja, bis wir hier jetzt fertig sind. So, dann können wir jetzt hier auch sofort ja unsere Fahrt weiter aufnehmen. Wer nicht eingestiegen ist, hat Pech gehabt. Aber es kommen natürlich auch nach uns noch einmal Züge, wo die Fahrgäste mitfahren können. Ja, der nächste Halt ist schon Bitterfeld. Dort ja, endet unsere Fahrt. Kerl, was ein Kauderwelsch. Ja, in Bitterfeld endet dann unsere Fahrt. Ja, haben jetzt hier einmal die 60 angezeigt bekommen. Da bremsen wir natürlich den Zug jetzt runter, weil es könnte sein, dass wir jetzt hier ja, das Gleis einmal wechseln werden. Ja, hier sind jetzt die 60, sind jetzt hier aktiv. Also werden wir jetzt, denke ich mal, hier das Gleis jetzt wechseln. Ja, haben wir auch sofort die Geschwindigkeitsüberschreitung hier einmal angezeigt bekommen.
Ja, da kacken sie sich an wegen 2 km/h oder so. Ja, das ist halt so. Ist wahrscheinlich ja im realen Leben unter den Lokführern wird das ja nicht anders sein. Zugbeeinflussung. Ja, jetzt geht es hier eingleisig weiter. Richtung Bitterfeld. Hier schön zu sehen unser Zug, mit dem wir jetzt hier in ja, Richtung Bitterfeld unterwegs sind. Ja, haben wir jetzt hier mit 80 Geschwindigkeitsüberschreitung hat uns jetzt natürlich hier richtig ja, die Fahrt in der Wertung versaut. Ja, wenn hier die AFB gehen würde. In dem Szenario hätten wir das natürlich nicht gehabt. Ja, jetzt dürfen wir wieder angeblich 200 fahren. Das glaube ich aber noch nicht so richtig. Denn hier oben sind im Signal Zugbeeinflussung. schon wieder ja, 60 km/h angezeigt worden. Und das wird wahrscheinlich heißen, dass wir das Gleis einmal wieder wechseln werden. Ja, meine Damen und Herren, nächster Halt Bitterfeld, Gleis 9. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich darf alle Fahrgäste darauf hinweisen, unser Zug endet hier. Bitte nehmen Sie alle persönlichen Sachen mit und wünschen allen Fahrgästen hier einen angenehmen, ja, Aufenthalt und Weiterfahrt mit den nächsten Zügen zu Ihrem Zielort. Nächster Halt Bitterfeld, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, Leute, da würde ich einmal sagen, wir sind am Zielort angekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos natürlich wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.